Das kann er nicht durchbrechen. Okay, das wird gleich wehtun. Och, ich habe so viel Sachen für die Gesundheit. Hier, guck mal, wie viel Schmerzmittel ich habe. Bin hier noch nie durchgegangen. Oh, das besteht noch an Bierzellen. Ist ja voll assi. Ja. Mal, wie ich die Alk trinke. Frag mich echt, wo mich das hinfliegt. Hey, nein! Ach Mann! Ich dachte, ich würde es da durchschaffen. Dann gehen wir doch den anderen Weg. Der mit mehr Waffen. Ah, nee. Das Spiel will, dass ich es nochmal mache. Okay. Ein Versuch noch. Der ich mal das Inventar ein bisschen, auch nicht schlecht. Das ist voll trippy hier. Ich bin besoffen und krieg dauernd Stromschläge. Ah! Stopp! Zurück, geh zurück. Ab hier muss ich raus. Interessant. Ey, diesen Weg bin ich aber echt noch nie gegangen, gell? Aber war mal was Neues. Ich finde es aber auch immer schön, im Spiel was Neues zu entdecken. Was man noch nicht kannte. Ah, ist ein Alkoholiker, der Kerl, ey. Ist ein Tipsy Man. Was ist ein Trip? Noch fünf. So, wo soll ich jetzt hin? Ich bin hier. Wenn ich hier reinkomme, kann ich... Aber ich kann den Fahrstuhl bestimmt nicht verwenden, oder? Und auch wenn das geht. Ich habe Ela meine Schrauben wieder verdient. Hoffentlich packt er sie ein. Ach shit. Achtung an alle. Der Abzug beginnt. Ich glaube, ich bin dumm und leichtgläubig, diese Zivilisten. Ganze Shampoo im anderen Hangar und wir kriegen nicht einen Tropfen. Ich hab noch eine Sache. Wir nehmen die Fanboards nicht mit. Unsere Schadensmonster sind so schwer zu transportieren. Es gefällt mir nicht, dass wir sie als Geschenk hier zurücklassen. Keine Sorge, ich aktiviere sie, bevor wir abziehen. Und wenn der Eindringling Freunde hat, die wir suchen, erleben sie eine böse Überraschung. Alles klar, das schenken wir von hier. Yikes, das ist auch du, dass der Typ, den Matschenko getötet hat, etwas über die Mission wusste? Okay. Ich glaube, die kann ich nicht aufschalten, die Typen.
Da drüben links. Nein, warte. Vergiss es. Oh Mann. Nee, die sollte ich nur umgehen. Weil die Kamera würde das filmen. Das wäre nicht gut. Da ist noch eine Kamera. Den Fall der Fälle. Patrouille meldet, Südseite gesichert. Okay, das ist nur der defekte PC, der hier gerade Fetz macht. Ist man hier noch drin? Nix. Nix. Was mache ich denn? Brauchen wir mal ein bisschen Safe-Bereich. Alles wird vertickt dann. Scheiße, ich muss gerade ein Niesen unterdrücken. Damit wir nicht Let's Play. Und so ein Mist. Körper! Fuck mich ab. Das ist jetzt die Frage. Der Typ. Ich fühle mich nicht wohl in der Nähe der Orchidee. Hoffentlich merkt niemand, dass meine Hände zittern. Die Politiker ständig erzählen, dass sie ach so gut auf unseren nächsten Angriff vorbereitet sind. Ha, gegen die Orchidee können sie einen Scheiß tun. Was soll's? Ich hätte nie Markiere Ziel! Was? Der hat mich gesehen? Oh nee. Okay, das war ein Autosave. Fuck it. Zeit nur auf den Einsatzbefehl. Ich würde mich hier gerne umsehen, aber mit der Kamera und so, ne? Aber wenn das so geht, nehme ich dich doch mit. Was haben wir denn im PDA? Dein neues Passwort. Merk es dir endlich. Okay. Falls ich das brauche. Oh, nice. So, jetzt können wir uns mal ein bisschen noch umsehen nach Loot. Die
Oh, was ist denn hier für eine Sauerei? Überall tote Arp-Soldaten. Das hat uns mit der Ärger zu tun. Plötzlich ist Victor das dann bestimmt auch so nicht. Ah ja, das ist die feindliche Machtübernahme, die hier angekündigt worden ist. Weil er ja den Thanos Wacker ausgeschaltet hat. Was? Der Papst äußert sich. Das ist ein Kerl. Hier war ich gerade, naja. Kann ich auch nur die Kamera da loswerden kann. So nett! So auch nett! So mal. Das ist schon besser. Wo ich jetzt hier auch umgehe, aber trotzdem. Von dem Computer hatte ich das Passwort. Aber ich will lieber hacken. Hallo, meine Lieben, gestellt. Tracing-Programm in Zugriff gewährt. Victor hat versprochen, ein paar Leute mitzunehmen. Dann mit dem Champagner. Ja, wir haben im Prinzip hier schon Spoiler bekommen, was am Ende passieren wird. Oh, Breach Software. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, die Kamera ist wieder intakt, ja, so wie ich das sehe. Die leuchtet hier so hin. Was mache ich denn für eine Fetz? Chicane, kommen! Verdammt, Chicane, wo sind Sie? Jensen, Sie leben? Scheiße, ich versuche seit Stunden, Sie zu erreichen, kriege aber nur Rauschen rein. Hören Sie, ich habe einen Landeplatz gefunden und komme zu Ihnen. Nicht nötig, ich komme zu Ihnen. Alex, ich brauche kein Taxi, ich habe meinen Piloten gefunden. Gott sei Dank. Melde dich, wenn du wieder in Prag bist. Verstanden. Können wir von hier verschwinden? Bereit. Lass uns abfahren. Damit beginnt das letzte Drittel des Spiels, der letzte Akt. Und jetzt wird es schwierig in Prag. Das werdet ihr gleich sehen. Was ich damit meine. Unheimlich, was? Was ist passiert? Wo sind denn alle? Kriegsrecht. Der Aufstand im Golem hat sich auf Prag ausgeweitet. Die ganze Stadt ist abgeriegelt. Nur die Staatspolizei darf heute Nacht auf die Straße. Und die haben alle nervöse Abzugsfinger. Großartig. Weiß Miller, dass er mich im Büro treffen soll? Er wartet auf Sie. Aber wahrscheinlich werden Sie ohnehin erschossen. Oh, jetzt wird's nämlich interessant. Passen Sie auf sich auf, Jensen. Im Ganzen. Hey, Spence, wir müssen uns treffen. Und wo? Die Straßen sind heute Nacht nicht sicher, Mann. Schaffst du es zur Limb-Klinik, wo wir uns schon mal getroffen haben? Ja, ist nicht weit. Wir treffen uns dort. Ab jetzt wird's nämlich super, super schwierig. Uninteressant. Die ganze Stadt wurde Kriegsrecht verhängt. Das bedeutet, ganz Prag ist jetzt Sperrgebiet. Wir müssen jetzt also uns überall durchschleichen, um nicht erwischt zu werden.
Řekl jsem stát! Já mu říkal, ať neutíká. Warum hat bloß nicht zugehört? Plecháče nikdy neposlouchaj. Mal sehen, was wir da haben. Scheiße! On není auk! Warum ist er dann geflohen? Was ist denn los? Není augmentovaný! Und? Wir haben einen Bürger getötet. Die Stadt ist abgeriegelt. Ein guter Bürger respektiert das. In den Schrank mit ihm. Immerhin kriegen wir einen Herzabstart in der Limb-Klinik. Scheiße, zum Glück bist du okay, Adam. Hab dir ein Geschenk aus den Alpen mitgebracht. Mit Grüßen von Viktor Matschenko, sei vorsichtig damit. Ist das die Orchidee? Er hat sie dir initiiert? Ja, Matschenko hat versucht, mich damit zu töten. Genau wie Rucker. Kannst du sie analysieren? Klar, auf der Mailingliste des Kollektivs stehen auch Wissenschaftler. Einige durchkämmen bereits die Dateien, die du und Janus aus der Bank geholt haben. Ich sag dir, wenn sie was finden. Oh, und wir haben auch diese E-Mail zurückverfolgt. Die von Rucker. Sie kam von einem nicht registrierten PDA in Hongkong. Den Absender kennen wir also nicht. Noch nicht. Er ist seitdem ausgeschaltet. Aber wenn er wieder sendet, haben wir ihn. Gut. Da kommt was Großes auf uns zu, Alex. Der Ark wird ein Terroranschlag angehängt, der noch nicht passiert ist. Noch mehr Opfer? Noch ein Bahnhof? Oh Gott, Adam. Damit löst sich jede Chance in Luft auf, die Angst und den Hass der Menschen zu verringern. Dieses beschissene UN-Gesetz wird verabschiedet und wir kommen alle in Opti-Dreckslöcher wie Utolek. Während Nathaniel Brown sich zurücklehnt und Billionen scheffelt. Brown? Dieser Schlipsträger von der Santo Corporation? Page hat gesagt, Brown gibt die Befehle und in der Schweiz hat Matschenko gesagt, dass Brown Datum und Zeit bestätigt hat. Aber wo? Brown wirbt auf der ganzen Welt für Rabia und seine Safe Harbor-Initiative. Als nächstes ist er in London. Wenn er der Drahtzieher ist, greift er sich doch nicht selbst an. Vielleicht nicht. Matschenko hat noch jemanden erwähnt, der es weiß. Aber vorher muss ich Miller treffen. Bis wann kriege ich die Analyse der Probe? So schnell wie möglich. Sei vorsichtig, wenn du Miller triffst. Du wurdest in Garm erwartet. Für mich steht Miller nach wie vor auf der Liste der Verdächtigen. Wir werden sehen. Yay. Yeah. So, in den Gebäuden dürfen wir uns aufhalten. Aber so wie wir außerhalb uns aufhalten, gibt's Fetz.